Ja, Mäusi, guckst du Fernseh? Ja. Ja, wir gehen gleich raus. Guck, du hast noch nichts gef. Warum ist da Ketchup drin? Hat der Junis dir Ketchup gegeben? Die gucken hier zusammen Fernseh, gell? Du siehst, ich habe ein Kopftuch auf, das geht raus. Ja, gleich, Habibti. Also Leute, ich muss euch was erzählen. Gestern nicht gefilmt. Mein Mann hat die Hausschuhe zweckentfremdet. Ach, jetzt brauche ich andere Hausschuhe, aber ich habe ja noch die da, nehme ich jetzt. Jetzt muss ich die noch waschen, ich sag's dir. Naja, also. Gestern war Luxor und mein Mann ist alleine gegangen. Ich habe Schwindel. Younes, du machst mich fertig. Ich habe Schwindel. Kannst du die Schildis rausmachen? Dein Job. Okay. Wolltest du gerade Nein sagen oder was? Nein. Okay. Oh. Aber ich habe meinen Schuh auf. Willst du immer sie wieder zu und an? Oh. Der Baba fasst sie auch nicht an, die Schildis. Ja, dann lass ich hol sie. Hast du wieder eine Ausrede? Okay, was wollte ich jetzt erzählen? Schwindel ohne Ende. Hör, Jonas, bitte, ich habe Kopfschmerzen. Das stresst mich immens. Immer dieses Bum-Bum. Ja, jetzt kommt wieder die Krankengeschichte der Kadika. Ich gehe jetzt erstmal mal die Leber- und die Nierenwerte machen, weil irgendwas stimmt hier nicht. Schwindelgefühl, gestern extrem und ich konnte nicht mit, gar nicht. Habe auch nicht gefilmt. Ich habe noch nicht mal, abends ging's ein bisschen und ich war ganz alleine zu Hause. Ich habe noch meinem Mann gesagt, ey, wenn ich hier verreck, keiner merkt's. Ich flieg um und das war's. Ja. Und dann habe ich gesagt, ruf wenigstens die Selwa an, dass sie ab und zu mal nach mir glotzt. Weil ich habe echt das Gefühl gehabt, ich kipp um. Kulluschwa, ja, jede Sekunde. Oh, du kleine Tini. Du kleiner Tini. Nach mir hat keiner glotzt. Der Ahmed hat vergessen, der Selwa das zu sagen. Blutdruck habe ich mir selber gemessen, nach dem Puls gegangen. Ja, geht zur Mami. Diese Schafe, die müssen eigentlich auch nach hinten, aber ja gut. Was wollte ich noch sagen? Gestern Luxor wurde kastriert. Der Mischmisch, Pumi, Bumbi und jetzt kommt die Riesenüberraschung. Silva ist nicht schwanger, die hat ein Kaulonproblem, ein Darmproblem. Und die hat Medizin bekommen, da ist sie. Die wurde geimpft, also eine Spritze, ich weiß zwar nicht was, aber, gell? Und die ganzen Gänseeier habe ich den Katzen heute gegeben. Die waren alle leer. Alle hier aufgeschlagen für euch, gell? Ja, guck mal, der Bumbi hier. Frisch kastrierter Popo. Hier. Da. Gestern noch kastriert, gell? Super. Und du bist gar nicht schwanger. Deswegen geht die immer auseinander und zu. Gut, dass wir sie genommen haben. Die hat ein Darmproblem. Da muss man Medizin geben. 4 Tage. Ja, hier ist der Pumi. Guck mal, die großen Gänseeier. Die haben alles ausgeschlabbert hier. Ja. Du. Ja, jetzt bist du ein Mann. Nee, ein Katzer bist du. Habe ich irgendwo gelesen. Kastrierter Katze. Und du frisch Hundefutter. Habt ihr es aufgerissen? Ja, ich weiß. Prince. Da hinten haben sie auch aufgerissen. Das sind wirkliche Kampfkatzen. Kann Schnicks. Ich dachte mir, ich lager das hier. Hier. Pixi, du bist schon kastriert. Der nächste ist der Zucker. Ja, Wipti. Wo bist du? Ja, da ist sie. Ja. Wo ist der Habibi? Ah, der ist in der Box. Der ist aber fit. Oder wo ist der? Ich sehe nichts. Oh. Hä? Sag mal, bin ich blind? Ist der raus? Lass mich mal gucken. Also, nee. Doch, da bist du, doch, da bist du. Ja. Nee, Maddox, bleib drin. Bleib mal drin. Leistet ihm mal Gesellschaft, so. Da, ich hab sie rein, dass sie alle die Eier fressen. Weil nur die großen Katzen haben es abgekriegt. Genau, Bumbi, aufpassen. Jo. Ach, nee, ich sag's euch. Was ist noch neu? Ja, wenn ich jetzt
bin ich natürlich traurig für die Gans, aber wenn ich schon, deswegen will ich mich jetzt beeilen. Ich will, mein Mann weiß von nichts, aber ich gehe nicht nur umsonst, heute ist Montag. Die ist mir sehr traurig, die sitzt noch und glotzt, wo sind die Eier, die waren alle verteilt und heute ist der Montagsmarkt, ich will eher 4 Babys holen, damit sie die Beschäftigung hat mit ihrem Mann. Die stehen jetzt da ganz betröppelt, das kann man doch nicht machen. Jetzt sitzt sie 3 Wochen auf leeren Eiern. Ja, vielleicht war es zu kalt oder nicht richtig gebrütet, frag mich nicht. War sie nicht befruchtet von dem anderen Typ oder ist egal, besser so. Nein, eigentlich, ja, egal, immer Achsan. Alhamdulillah, können wir sagen. Gell? Beauty. Ja. Brrr. Und jetzt dann will ich Gössele holen, Küken. Wird mein Mann wieder Nein sagen? Sag ich, du, das machen die doch ganz alleine. Die verteidigen ihre Gössel vor den Hühnern. Und fertig. Ja. Das wollte ich euch sagen. Guck mal hier. Ich glaube, langsam fängt die Beauty auch an, hier rumzufresseln. Die schöne Hibiskusblüte und so ein kleiner Strauch, gell? Okay, jetzt fahre ich erstmal. Ach so, und die Mausi mit den Fingernägeln. Hab ich schon mal gesagt, jemand hat gesagt, die sind so gepflegt. Ja, ich war doch Nageldesignerin oder bin oder what. Ich habe sie ihr schön gefeilt. Ich habe auch eine Polierfeile gekauft und andere Sandblattfeilen. Und ja, das ist jetzt, hoffe ich mal, eine Phase von ihr. Weil in der Schule ist es verboten mit langen Fingernägeln. Und ja, islamisch gesehen sollte man die Fingernägel auch ganz kurz halten, aus hygienischen Gründen. Ne? Unter den Fingernägeln sammelt sich auch der ganze Dreck, Bakterien, die wir nicht mit unserem Auge sehen können. Aber ich dachte mir, so hat sie jetzt aufgehört zu kauen an den Nägeln, sie wollte mal lange Fingernägel haben. Dann helfe ich ihr und feile sie wenigstens schön, weil die waren sehr schaufelig. Ja, und jetzt gucken wir mal, wie lang sie das beibehält. Nutzerinfo, ne. Also wenn schon lange Nägel, dann auch gepflegt. Heute haben beide Kinder verschlafen. Mama ist krank, ich habe sie nicht geweckt. Baba hat im Sofa geschlafen, weil ich war am Einschlafen. Hustet er. Dann bewegt er sich. Dann kommt ein SMS-Ton. Weißt du, im Bett, weißt du? Dann bin ich am Einschlafen. Jede Sekunde ein anderer Ton. Wie willst du denn da schlafen? Sag ich, sag mal, Vater, kannst du, mach Mut, was soll das? Dann ist er aufgestanden und ist ins Wohnzimmer. Ich, ja, das kann ich doch nicht bringen. Jetzt weiß ich, warum viele allein schlafen. Erstens schnarchen gut, das höre ich dann immer, wenn ich schlafe. Aber bis ich einschlafe, weißt du? Das ist eine Tortur mit dem. Naja, gut. War schönes Wetter haben und jetzt muss ich mich umziehen, dass wir schnell Blut abgeben gehen und noch den Markt finden, dass ich noch ein paar Gössele finde für die Gänse. Sudele. Let's close the window, Mahmoud. Ich habe schon die Gänse gekauft, die Babys, aber er weiß noch nichts davon. Ich bin nämlich alleine vorgefahren, wir hatten einen kleinen Streit und er hat mich nicht allein gelassen, er ist mit dem Bus hinterher. Und jetzt wird er das hören. I fell down. Ich bin gerade jetzt rot jetzt. Just a whizzy lose the baby, I must bring something. She will start tanning. La. 2 weeks or 3 weeks. I just bring 4 for her. She has baby. Jetzt gehen wir essen, weil der hat mir 3 Ampullen raus Blut gezogen. Ich war davor schon dizzy, schwindelig. Und jetzt ist mir's. Guck mal, wie käseweiß ich bin, Leute. Ja gut, vorhin bin ich rot geworden wegen Mahmoud, ne? Ich habe gesagt, du lässt mich, ich kann jede Sekunde umfallen, lässt mich fahren. Und der war schon im Bus. Nee, ich fahre dir hinterher. Wir sind auch Zicken, wir zwei. Oder ich. Und dann habe ich aber noch die Kraft, die Gänsele zu holen, weißt du? Deswegen hat er gesagt, ill, krank und das, aber die Gänse kann ich holen. La Cola Light Bass. Ja. Nur ich weiß, wie ich mich zum Markt geschleppt habe. Oh mein Gott, Mahmoud, these people. You see? Ich habe gerade gedacht, die laufen, zwei Männer laufen uns ins Auto rein. Ist
yesterday happening also with me when I drive to Luxor. Some with a motorcycle, he come out from the car in the back. See, two cars parked in front of him, and they come number three in front of me. Horrible. Alhamdulillah. Auf jeden Fall, in zwei Stunden weiß ich Bescheid. Das ist schon das Gute. Du musst ja nicht ein paar Tage warten, bis du deine Laborwerte kriegst. Du kriegst sie per WhatsApp in zwei Stunden. Also wir haben Leberfunktion und Nierenfunktion gemacht, weil der Arzt es gesagt hat, das braucht er noch, um alles zu wissen über mich. Keine Ahnung. Und wir müssen noch Früchte kaufen. Younes spielt mit dem Baby, so süß, die machen so Spiel, ne? Zwei Hände und wo ist die Murmel? Und sie tut immer drauf zeigen, hat sie die Murmel auf die richtige Faust gezeigt und hat die Murmel geklaut. Dann sagt der Younes, gib sie mir wieder, dann hat sie ihn wirklich gegeben, aber runterfallen lassen im Käfig. Und Younes ist nicht rangekommen, dann hat sie es genommen und rausgeworfen. Ob das stimmt, aber das hört sich wirklich, wenn das stimmt, was er erzählt hat, ist das toll. Und das ist der erste Affe, was Younes akzeptiert. Alhamdulillah. Ja, Subhanallah. Was wollte ich noch sagen? Ja, nix. Das war's. Bin mal gespannt, was ich jetzt wieder hab. Neue Krankheiten. Romantisch. Ja. Ah ja. Romantik mit Zwiebel. Romantik mit Basal. Yalla. Alhamdulillah. Lecker Schmecker. So, hier, warte mal, vier kleine Gösselchen. Ey Leute, waren die noch, warte mal doch, sorry. Vor 10 Jahren waren die noch 50 Pfund 2. Na, dann 70 Pfund, keine Ahnung, letztes Jahr, vorletztes Jahr, habe ich mal gefragt, aus Interesse. Da habe ich mich erinnert, 120 Pfund. Da habe ich schon gedacht, sag mal, spinnt ihr so teuer? Und wisst ihr, wer sich heute bezahlt hat? 440 Pfund für die vier. Subhanallah. Ne? Also das Paar für 220 Pfund. Und vor 10 Jahren 50 Pfund. Das ist ja brutal. Ja. Und das ist nicht, weil ich Deutsche bin. Ich habe die Preise vorher schon gehört, bevor ich irgendwas gefragt habe. Die anderen haben schon gefragt. Und dann sagt sie, Leia Bui, 200 zahle ich. Dann habe ich auch gedacht, für die 20 Pfund mache ich mir auch nicht den Toast. Komm, ist doch egal. Soll ich noch 10 Minuten da rumreden für 20 Pfund? Komm. Dann habe ich fast mein Restgeld vergessen, weil eine andere Frau mit auch Gössel gekommen ist und wollte mir die verkaufen. Dann habe ich schon zwei rübergetan zu mir. Und dann sage ich, was? Die hat gesagt, nee, wenn du nur die zwei nimmst, ist es noch teurer. Dann nimm am 220, dann musst du mehr zahlen. Habe ich gesagt, nee, dann nicht. Dann hat sie einfach wieder reingelangt und zwei rausgenommen. Und jetzt weiß ich nicht, sind die jetzt... Hat sie die richtigen rausgenommen oder ist das jetzt gemischt? Oder ja, einfach wieder zwei raus, weißt du? Ohne zu glotzen. Und ich bin auch so blöd. Ich nehme schon mal zwei rein und die haben alle die gleiche Größe. Ah ja, vielleicht seid ihr jetzt gemischt. Whatever. Na, ihr habt Hunger, ich seh's. Mahmoud ist jetzt gerade Früchte kaufen für die Affen und für die Kinder natürlich. Ja, und dann werden wir heute wieder Pizza bestellen. Ich wollte eigentlich Spaghetti machen, aber ja, haben wir doch gedacht, die Nierenschmerzen, die ich habe, das habe ich auch noch nicht gesagt, dass ich rechtzeitig Schmerzen habe. Und hat mir heute Morgen eine Dexamethason-Spritze selber in Oberschenkelmuskel gespritzt. Ey, ich bin so hart geworden. Ich bin hergekommen, hatte Angst vor Spritzen. Und jetzt mache ich alles selber daheim. Tja, wenn das mein Bruder hört, der hat ja Spritzenphobie. Der hat Spritzenphobie, der kriegt das Zittern, wenn er nur an Spritzen denkt. Ich weiß nicht, ob es noch so ist. Früher zumindest. Und Zahnarzt auch.
Ja, mein Bruder ist sehr sensibel. Und ich war früher auch so, aber das Ägypten härtet ab, Leute. Ja, man ist für alles vorbereitet. Ja, und warum wir heute gestritten haben, ich bin auch, wenn ich krank bin, habe ich ein leichtes Fell. Sagt man das so? Weiß ich nicht. Dünnes Fell. Dünne Federn. Ja, ich sag euch mal warum. So, ich nehme die Brille nicht ab, ich sehe horrible aus. Aber mir geht es ein bisschen besser nach dem Fuhl. Ja. Die sind so goldig. Also wir haben gestritten, weil ich habe zu meinem Mann am Kaffeetisch gesagt, ich habe was voll Tolles bestellt. Und das wollte ich ihm gerade sagen, was? Dann sehe ich sein Gesicht schon wieder. Und habe gesagt, ich werde dir nicht sagen, was ich bestellt habe. Ich werde es wieder stornieren. Das ist was für die Schönheit. Und dann guckt er mich an. Du benutzt es doch eh nicht. Immer Beauty, Beauty und dann machst du nichts drauf. Und dann war ich sauer. Sag mal, der Wille zählt. Ich hab's bestellt. Weil, wisst ihr, was der mir gekauft hat? Da habe ich gedacht, sag mal, spinnst du? Du hast doch immer so Probleme mit deinen Füßen im Sommer. Und ich so, bitte? Ja, stimmt, ich mache halt immer Fußpflege extrem, weil wenn man in der Wüste lebt, kriegst du voll schnell Hornhaut und ich mag keine Hornhaut. Jetzt hat er mir so Sparky, jetzt zuckt mir auch wieder. Ich sag euch, ich bin neben der Kapp. Liedzucken, wenn ich nur, das regt mich so auf, Leute. Dann kauft er mir Sparky, das ist so eine rote Creme und das macht die, ich so, was ist das? Tut erstmal auf meinen Handrücken, die ganze Handrücken rot. Ich gehe zum Wasserhahn, wasch ab, geht nicht ab. Ich so, sag mal, was bringst du mir? Soll ich rote Füße bekommen? Dann lacht die Amina und sagt, die kennt das. Das machen sich die Ägypter auf die Füße, damit sie rot. Und das bringt ja gar nichts. Sie haben immer noch die Hornhaut und alles, aber rot. Ich so, für was? Was ist denn das? Mahmoud, das kannst du wieder zurückbringen. Außerdem, da war ich so sauer. Und wie kannst du zu mir sagen, du hast Probleme im Sommer mit den Füßen? Guck mal deine Füße an. Sommer und Winter hast du Probleme. Na, in Deutschland sind die Männer auch fußgepflegter. Na, jetzt geht's los mit dem Streit. Dann habe ich gesagt, weißt du was, ich will gar nichts mehr wissen. Und dann habe ich ihm auch nicht mal gesagt, was ich bestellt habe. Sagt, das will ich auch nicht mal wissen, dann schicke ich es zurück. Dann war ich richtig sauer. Oh, weil ich habe ihm gesagt, weißt du, was Schablonen sind? Dann sagt er, not. Und dann habe ich gesagt, und das Gesicht schon wieder, weißt du? Ich habe mir Augenbrauen-Schablonen bestellt und so Stamp, dass man praktisch die Augenbrauen nachmalen kann, weil ich doch so Schrott-Augenbrauen habe. Nachdem ich nicht mehr gezupft habe, ist die Form komisch und ja. Und dann habe ich mir halt die Schablone bestellt. Sie war in der Farbe Taube und Schokolade. Das wollte ich ihm sagen. Und er sagte, das benutze ich auf jeden Fall, weil mit den Augenbrauen, die sind mir arg. Heute zum Beispiel habe ich so einen Augenbrauenstift gekauft von Amazon und der ist schwarz. Deswegen mag ich nicht so gern zeigen. Guck mal, wie schwarz das aussieht. Und wenn ich mit meinem blassen Gesicht, also es ist nicht so schön momentan. Ja, und deswegen, ich will jetzt nach Hause, Mahmoud holt die Früchte und dann gehen wir heim. Und wir wollten eigentlich von der Stadt was mitnehmen, aber wir können auch unser Dorf unterstützen und die Kinder essen wieder Pizza. Die lieben das eh. Und dann mache ich halt noch heute Abend Spaghetti Bolognese für morgen. Und wir warten jetzt mal ab, was rauskommt bei dem Tahlil, bei dem Laborwert. Und dann, warten wir nicht ab. Wir holen jetzt noch... wie heißt es? Habe ich vorgeschlagen. Elektrolyte mit Power Cocktail drin. Also mit allen Vitaminen, was so, wisst ihr, was in Deutschland genommen wird bei den Stars, wenn sie besoffen waren und am nächsten Morgen einen Auftritt haben, dass sie wieder fit sind. So. Und das ist, so geht eigentlich das rüber zu dem. Klima ist an. Ich brauche Klima. Und das ist alles bei dem. Ich weiß nicht, was da alles drin ist, aber das peppelt dich auf. Heute geht es ein bisschen besser wegen dieser Spritze da. Dexamethason, aber auch nicht arg. Der hat mir ja voll viel Blut raus.
Und ich habe ja gar nicht hingeguckt, wenn der zapft, ne? Und nachdem er fertig war, habe ich so mal gesagt, du, mir ist ganz schwindelig. Dann hat er gesagt, der hat doch 3 Ampullen raus. Sag ich, eieiei. Nichts gefressen. Ah. Jetzt kommt er, der Kerle. Nee, kommt er nicht. Eine Frau hat mit der Handtasche am Auto kratzt. Oder was? Ja. Da habe ich gedacht, da geht der Kofferraum auf. Nee, die laufen halt vorbei und kratzen rum. Egal. Das machst du mal in Deutschland. Mir ist alles egal, weißt du. Deswegen brauchst du kein neues Auto hier. Unser Nachbar, der hat ja ein neues Auto. Ziemlich neu. Der tut jedes Jahr neu lackieren. Das sieht aus. Das musst du immer neu lackieren, das Auto hier. Sonst, wenn du auf, ne, wie dein Haus, alle 2 Jahre neu streichen oder neu zementieren, betonieren, weil da Salz, also die sich's leisten können, ne? Weil das Haus blättert ab. Na, ihr Mäuse, die gucken mich an. Was ist los? Ja, was? Ja, ihr kommt bald zu Harry und Sally. Ja. Die Armen. Aber die Katzen haben es gewollt. Denen hat geschmeckt, die Eier. Gänseeier. Ja. Und da war kein einziges befruchtet. Vielleicht eins kurz, bisschen. Könntest denken, da war eher ein Hühnerei befruchtet und Mahmoud hat es mit reingenommen und Rührei gemacht. Und ich am nächsten Tag, weil ich habe da tagsüber geguckt. Und ich habe gesagt, oh, da sehe ich Äderchen. Naja, gucke ich abends nochmal. Am nächsten, dann habe ich es vergessen zu gucken und dann sage ich, nächsten Morgen wollte ich gucken, wo ist das Ei. Oh, habe ich gestern Rührei gemacht. Hast du nicht gesehen, das hat doch Blutaderchen drin. Nö, ich habe nicht geguckt. Mahmoud. Ah ja, noch ein paar Vitamine mit Ney. Dass der nicht klotzt. Also ich gucke jedes Ei, ob ich irgendwas Rotes sehe, weil man im Hocke die ja länger drauf. Ist doch eklig. Mit so. Ja, es ist halt wie es ist, gell? Okay. Ja, ihr seid süßen Mäuse. Guck mal. Guck mal. Hallo. Hallo. Oh. Oh, jetzt gucken alle, was macht die? Bitte nicht auf mein Kopftuch packern. Die haben so süße Füßchen. So, so, guck mal. Guck mal. Süße Füße. Und ja, 220 Pfund. Und dann, als ich hochgegangen bin, hat noch die Frau gesagt, das Ding kostet normal nur 200, sag ich, ja, ja. Und dann habe ich gesagt, yalla, lilla, für Allah, halas, shukran, boy. Ja. Okay, jetzt wisst ihr mal ein bisschen wieder aus dem Nähkästle plaudert, was hier los ist. Und ich habe den fertig gemacht heute Morgen am Telefon. Na, ich habe da gefahren und habe, wie kannst du mich fahren lassen? Du weißt, jede Sekunde falle ich um. Mit dem Auto gefährde ich mich und andere Leute. Und noch das Auto. Also, der hat gesagt, er wäre ja, er hat 2-mal gefragt, sag ich, 2-mal nur fertig. Und ich habe nein gesagt. Du bist mir nicht mal, als ich auch rausgegangen bin, habe ich ganz langsam die Schuhe angezogen. Du bist nicht gekommen. Wo warst du? Ich war im Bett. Super, da warst du richtig. Also, der war schon unterwegs mit dem Bus zu mir. Die Oma hat gesagt, wo gehst du hin? Sag ich, zum Arzt. Kommt der Mahmoud mit? Sag ich, nein. Aber ich habe nicht mehr gesagt. Wo gehst du zum Arzt? Hier im Dorf. Sag ich, nee, nach Naga Hammadi. Dann guckt sie so und hat nichts mehr gesagt. Ich wollte auch nicht sagen, dass wir gestritten haben oder was. Ne? Ich bin dann einfach gefahren. Der Younes hat, wird es schon erzählt haben. Oh, nee, du. Hast du Hunger? Ja, wir haben Bärschien. Jetzt muss ich noch überlegen, wo ich die Gössele hin tue. Mit der Hühnerzamme oder nicht. Jetzt muss ich auch noch alles überlegen während der Fahrt. Das machen wir noch, gell? Ja. Und die Gänse akzeptieren die sofort. Die sind sehr sozial. Auch wir keine Angst haben, dass die überfahren. Nein. Dass die angehen oder so. Ja, und dann müssen wir noch die 3 Hähne schlachten. Das müssen wir auch schlachten lassen. Das gebe ich meinem Mann und der soll das dem Typ bringen. Ja. Du bist aber ein kleines hier. Du bist der kleinste von allen. Hallo. Kleine Maus, bist du nur dann ein Mädchen und das sind alles Jungs. Das wäre natürlich schlecht. Aber gut, die können wir nicht alle behalten. Wir können nur einen Ganter behalten. Gell? Gell? Okay, jetzt habe ich genug gelabert. Tschüss, bis später, Peter. Jetzt ist uns einer reingefahren. Und Mahmoud hat mir Molto geholt.
Nach dem Streit kriege ich eine ganze Tüte, guck mal. After our fighting, you bring all the keys. Yeah. When we are normal, I get three. That you learn me to fight. Take care of this boy. He lost before he died. Also, der Mahmoud lernt mich doch zu streiten. Wenn wir streiten, habe ich immer Vorteile. Stopp, Mahmoud, schweier, stopp! Wir machen noch einen... Wait, Mahmoud, should... Stop wait. This woman! I wait, everybody move. Mahmoud, the second accident. The third. Stop this woman. Look, Leute. Das gibt's doch nicht. Da, guck mal, wie viele Leute auf dem Motor. Oh, mein Nerven. Und dann ist ausgeschaltet. Wah, wah, take care. Hast du gesehen? Der ist geschwankt und der ist fast in den Motorradfahrer. Nein, mit seinen 5 Leuten oder 6, keine Ahnung. Also, I don't know. Das ist wirklich... Mein Cholesterol, mein Zucker, everything go up. Go home, Mahmoud, go home. Stop this. What? Where you want to go? Leave it. Und dann sind wir angefahren worden. Ich habe gesagt, hast du geguckt? Hast du geguckt nach dem Unfall? Nee, hat's vergessen. And why you are not so nervous now? Not so nervous. You are nervous. Mahmoud, why you drive like this? Oh. Alles klar. Gut, dass ihr nicht glotzen könnt da unten. Heide Bimba. Heide. All the fool come up again from my stomach. From this. From your this stress from you in the city. Alhamdulillah. Yeah, if you wait, you will wait 2-3 hours. But you arrive to kill 3 people. Keda. So viel Platz war noch. 2 women, 1 man. We are 110. Wir sind 110 Millionen. 3 Leute ist nicht schlimm. Ja, super. Also Leute, sag's euch. One day with my husband. Ah. Was haben wir da? Die schon wieder. Ja. Durch die wieder. Ich mach aus. Das war's mit dem Video, meine Lieben. Morgen seht ihr, wie die Gössele mit Terry und Sally sich vergesellschaften. Und. Ich muss jetzt erst mal heim. And we must call the lab. Oh. After I come out from the machine, it's beautiful. What? Mahmoud. And you bring also crumb we need for the chicken. I told you one time in the year we make crumb party. ماشي. أول ما ننزل النزيلة في واحد عم يبيع حنا. ماشي. Ich will nämlich ein Krautding rein hängen, dass sie picken können, bissle in die Eier Krautgeschmack kriegen. Okay. Also. Wenn ihr das Video seht, haben wir den Weg geschafft. Hier, Patata, Süßkartoffeln. Wenn ihr das Video... Oh, von jeder Ecke kommt ein Segel, also weiß. From every corner come an idiot here. You must be fool. Oh. Yalla, bis die Tage im Hostel immer. Bye, bye. Jetzt schläft die linke Hand ein. Was sind das denn für Symptome? Eine Vene im linken Fuß ist zu, das tut mir schon lange weh. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Also, macht mir mal bitte gute Besserung und Bittgebete für die Kadika. Irgendwie, glaube ich, kommt bald mein Ende. Hypochonder, aber wirklich, das denke ich oft. Subhanallah. Also. Asafir. Was für Asafir? Fern? Ach so. Swizzy. Vom der Fächel, die Stimme sagt das. Ich weiß so Fächel. Okay. Ciao, ciao, Leute.